Am Abend schrieb Emma dem Notarsgehilfen einen nicht enden wollenden Brief, in welchem sie das Rendezvous absagte. Alles sei nun zu Ende, und um beider Glück nicht zu gefährden, dürften sie einander nicht wiedersehen. Aber als der Brief verschlossen war, kam sie in Verlegenheit, weil ihr Leons Adresse nicht bekannt war. »Ich werde es ihm selbst geben«, sagte sie sich. »Er wird sicher kommen.« Am folgenden Morgen wichste Leon seine Escapins eigenhändig und mit mehreren Schichten Wachs bei offenem Fenster am Balkon singend. Er zog weiße Hosen an, feine Strümpfe, einen grünen Gehrock, parfümierte sein Taschentuch mit allen Essenzen, die er besaß, und nachdem er seine Haare hatte ondulieren lassen, glättete er sie wieder, um seiner Frisur eine natürliche Eleganz zu geben. Es war ein schöner Sommermorgen. Unter einem großen Sonnenschirm saßen Marktfrauen und banden Veilchensträuße zu Bouquets. Der junge Mann nahm eines davon. Es war das erste Mal, dass er für eine Dame Blumen kaufte. Und mit stolz geschwellter Brust atmete er ihren Duft ein, so als ob diese Ehrerbietung, der jemand anderem zugedacht hatte, nun ihm zukäme. Aus Angst gesehen zu werden, betrat er entschlossenen Schritts die Kirche. Noch nie war ihm das Leben so schön erschienen. Gleich würde sie kommen, bezaubernd, aufgeregt, lauernd auf die Blicke, die ihr folgten, mit ihrem Volantkleid, ihrem goldenen Lorgnon, ihren zierlichen Stifletten, in all der Eleganz, deren Reiz er noch nicht gekostet hatte, und all dem verführerischen Zauber unterliegender Tugend. Die Kirche würde sie wie ein übergroßes Boudoir umfangen. Aber sie kam nicht. Er setzte sich in ein Gestühl, und seine Blicke fielen auf ein blaues Fenster, auf dem man Schiffsleute sah, die Körbe trugen. Er betrachtete das Bild lange und aufmerksam, zählte die Schuppen der Fische, die Knopflöcher der Untergewänder, während seine Gedanken auf der Suche nach Emma sehnsüchtig herumschweiften. Doch da, ein Rascheln von Seide auf den Steinplatten, der Rand eines Hutes, ein schwarzer Umhang, sie war es. Leon erhob sich und lief ihr entgegen. Emma war blass. Sie kam schnellen Schritts auf ihn zu. »Lesen Sie«, sagte sie und hielt ihm ein Papier hin. »Oh nein!« Brüsk zog sie ihre Hand zurück und betrat die Kapelle der Heiligen Jungfrau, wo sie in einer Bankreihe niederkniete und zu beten begann. Den jungen Mann ärgerte diese begotte Laune, doch dann fand er es reizvoll, sie mitten in einem Rendezvous so in Andacht versunken zu sehen, einer andalusischen Markise gleich. Schließlich aber langweilte es ihn, denn das Gebet nahm kein Ende. Emma betete, vielmehr bemühte sie sich zu beten, in der Hoffnung, der Himmel werde ihr einen plötzlichen Entschluss eingeben. Sie lauschte der Stille der Kirche, die den Aufruhr ihres Herzens nur steigerte. Sie erhob sich wieder und beide waren im Begriff zu gehen, als der Sakristan rasch näher kam. »Madame ist wohl nicht von hier, wünscht Madame die Kirche zu besichtigen, aber nein«, rief der Notarsgehilfe, »gehen wir weiter.« »Wohin gehen wir denn?« sagte sie. Ohne zu antworten, schritt Leon dem Ausgang zu. Ein Junge trieb sich auf dem Vorplatz herum. »Geh und hol mir einen Fiaker!« Wie aus der Pistole geschossen, rannte der Knabe durch die Rue de Quatre Vents davon. Einige Minuten lang blieben sie allein zurück und standen sich verlegen gegenüber. »Oh, Leon, wirklich, ich weiß nicht.« Sie zierte sich. Dann sagte sie mit ernster Miene, »Es ist sehr unschicklich. Ist Ihnen das bewusst?« »In welcher Weise?« antwortete der Notarsgehilfe. »Das macht man so in Paris.« Der Fiaker kam noch immer nicht, und Leon befürchtete, Emma würde in die Kirche zurückkehren. Endlich war das Gefährt da. »Wohin wünscht der Herr?« fragte der Kutscher. »Wohin Sie wollen«, sagte Leon, indem er Emma sanft in den Wagen schob, und die schwerfällige Karosse setzte sich in Bewegung. Sie fuhr die Rue Grand Pont hinunter, überquerte Place des Arts, Quai Napoléon, Pont Neuf und hielt plötzlich vor der Statue von Pierre Corneille. »Fahren Sie weiter«, rief eine Stimme aus dem Inneren des Wagens. Das Gefährt setzte sich wieder in Bewegung. Von der Kreuzung Lafayette ging es abwärts, dann näherte es sich in großem Galopp dem Bahnhof. »Nein, geradeaus«, rief dieselbe Stimme. Der Fiaker verließ die Stadt und alsbald auf freier Fläche angekommen, trabten die Pferde gemütlich entlang des Ulmenhains. Der Kutscher wischte sich den Schweiß von der Stirne und mit seinem Lederhut zwischen den Knien lenkte er die Karosse über die Seitenallee hinaus bis zur Rasenfläche am Flussufer.
Sie fuhr über den trockenen Kies des Treidelpfades den Fluss entlang, noch weit über die Insel hinaus in Richtung Moiselle. Aber plötzlich raste sie los, quer durch Quatre Mares, Sotteville, La Grande Chaussée, Rue Elbeuf und hielt ein drittes Mal. Man war am Botanischen Garten angelangt. »So fahren Sie doch weiter!« rief die Stimme, immer wütender werdend, und sofort nahm die Kutsche ihre Fahrt wieder auf. Sie fuhr über Saint-Sever, den Quai de Curandier entlang, dann Quai aux Meules, überquerte ein zweites Mal die Brücke, fuhr über den Platz Champ-de-Mars, entlang der Gärten, hinter dem Spital, wo Greise in schwarzen Westen auf einer mit Efeu bewachsenen Terrasse in der Sonne herumspazierten. Sie fuhr dem Boulevard Bouvray hinauf, den Boulevard Chaussoise hinunter, dann den ganzen Boulevard Maurice Boulet bis zur Höhe von Deville. Sie kehrte um. Jetzt fuhr sie kreuz und quer durch die Gegend ohne Ziel und Plan, wie der Zufall es wollte. Man sah sie in Saint-Paul-in-Descure, auf dem Hügel Gargan, am Rougemar und auf dem Platz Gaillabord, in der Rue Maladrerie, Rue d'Indanderie, vor Saint-Romain, Saint-Vivien, Saint-Maclou, Saint-Nicaise, vor dem Zollamt, am Basse-Vieille-Tour, bei Trois-Pipes und schließlich am großen Kommunalfriedhof. Von seinem Bock aus sandte der Kutscher ab und zu verzweifelte Blicke zu den an ihm vorbeiziehenden Nachtlokalen. Er verstand nicht, welche Fortbewegungswut seine Fahrgäste dazu gebracht haben mochte, nicht anhalten zu wollen. Mehrmals versuchte er es, doch sofort vernahm er wieder die zornigen Rufe aus dem Fond der Kutsche. So trieb er seine schweißtriefenden Rösser mit der Peitsche kräftig an, war nun nicht mehr bemüht, Stöße zu vermeiden, wenn er da und dort etwas rammte, und ohne Rücksicht zu nehmen, war er mutlos, dem Weinen nahe, vor Durst, Erschöpfung und Niedergeschlagenheit. Um die Mittagsstunde, auf freiem Feld, als die Sonne am heißesten auf die alten, versilberten Laternen herunterbrannte, kam eine unbekleidete Hand zwischen den kleinen gelben Stoffvorhängen zum Vorschein und warf Papierschnitzel hinaus, die im Winde davonflatterten und sich wie weiße Schmetterlinge auf einem rotblühenden Kleefeld in einiger Entfernung niederließen. Dann, gegen 6 Uhr abends, hielt die Kutsche in einer Gasse des Beauvoisin-Viertels. Eine verschleierte Dame stieg aus, ohne sich umzudrehen. Als Madame Bovary im Gasthof ankam, suchte sie vergeblich und mit Erstaunen nach der Postkutsche, die nirgends zu sehen war. Hivert, der 53 Minuten auf sie gewartet hatte, war schließlich losgefahren. Eigentlich zwang sie nichts zur Abreise, aber sie hatte versprochen, am selben Abend zurückzukommen. Schnell packte sie ihr Gepäck, bezahlte die Rechnung, nahm im Hof ein Cabriolet, trieb den Pferdeknecht zur Eile an, erkundigte sich jeden Augenblick nach der Uhrzeit und den zurückgelegten Kilometern und holte auf diese Weise die Schwalbe bei den ersten Häusern von Quincampoix ein. Kaum saß sie in ihrer Ecke, schloss sie die Augen und öffnete sie erst wieder am Fuß der Anhöhe, wo sie schon von weitem Félicité erkannte, die vor dem Haus des Hufschmieds nach ihr Ausschau hielt. Charles kam ihr mit ausgebreiteten Armen entgegen und neigte sich zärtlich zu ihr, um sie zu küssen. Doch ihre Gedanken waren bei dem anderen, und zitternd fuhr sie mit der Hand über ihr Gesicht,